Moin, moin, moin. Hallo. Wir haben es euch vor langer Zeit mal versprochen und wir halten es natürlich ein. Graf Schabernack wird hier live und vor Ort ungeschnitten und diesmal in Full HD die 20. Mission des Puzzle Packs glorreich schaffen. Voll gut, ey. Also das mit dem glorreich schaffen, das sei erstmal dahingestellt, aber... Vielen Dank. Und diesmal vor allem auch live kommentiert. Aus der Unterwasserbasis. Und ihr merkt, ich bin voll bei der Sache. Er ist gespannt wie ein Flitzebogen. Jetzt hat er die Mine an sich angezogen. Soll das so? Nein. Lustig. Oh Mann, wie ging die denn noch? Ich weiß, dass ich irgendwie die Minen da unten in den Kessel tun muss und ihn dann runterfallen lassen muss. Ach stimmt, die haben wir aber auch schon mal gemacht, ne? Mhm. But then she's gone to win. Nee, stimmt, die haben wir mal, wir haben irgendwann aufgegeben. Erinnere ich mich. Ist das so? Ich glaube ja. Ich glaube, du wolltest nach dem Bad Hand. Ernsthaft? Ja, oh, da war schon mal. Die Idee war gut, aber in der Ausführung muss ich dir Abzüge erteilen. Mangelhaft. Ja. Aber so in etwa muss denen gehen. Musst du denn da so, sofort den Teleporter? Na gut, anders geht's nicht. Ne? Anders kommst du nicht rüber. Mit dem Fallschirm muss ich gleich noch hantieren. Ich verstehe. Ich muss nur sehen, dass ich da jetzt das Ding direkt unten ins Loch werfe. Ja, der Graf ist auf jeden Fall. Er ist, denke ich, auch zuversichtlich, was hier jetzt passiert. Ja, moin. Ja, das hat ja schon mal fast funktioniert. Also ich glaube, das Ziel ist es hierbei, dass die Minen nicht explodieren. Das ist es. Und das kann ich jetzt schon wieder vergessen. Das wird ein richtig schönes Outtake-Video. Ja. Allerdings wollten wir jetzt auch nicht nur quasi die perfekte Version dieses Videos zeigen, sondern auch mal, dass auch ein Graf Schabernack seine Ecken und Kanten und Fehler hat. Obwohl er Worms Platin Trophy. Das ist richtig. Übrigens, sollen wir an dieser Stelle schon erwähnen, dass wir ja tatsächlich, man mag es kaum glauben, nebeneinander sitzen? Ja. Oh! Und nicht nur im Geiste, sondern jetzt auch quasi in echt. Mit unseren extra billigen Amazon-Mikrofonen mal wieder. Mit den Amazonen. Oh, was mache ich denn hier? Jetzt muss man mal Start drücken. Oh Gott, wie ging die denn noch? Also ich weiß, ich muss auf jeden Fall mit den Magneten Dinger da runter. Und ich meine, es gibt nämlich die Möglichkeit... Kannst du... ja. Dass ich die Wolken als Sprungbrett benutze. Kannst du nicht den Magnet da in diese Arschfalte da reinlegen? Hier so? Ja. Damit der quasi noch ein bisschen mehr Vortrieb kriegt, so. Ja, ungefähr so meine ich. Also so in der Art. So ähnlich. Sonst fand ich das schon ganz gut. Ich glaube, das wird noch nicht so viel sein. Denn, was ja viele nicht wissen, ich bin ja heute maßgeblich für diverse Innovationen in den Missionen 1 bis 19 verantwortlich. Indem ich neue Lösungswege aufdecke, auf die vorher noch nie einer gekommen ist. Das ist richtig. Denn was viele auch nicht wissen, wir spielen jetzt hier auf meiner Playstation und ich bin ja nicht so ein Worms-Fetischist wie der Graf, also nur so ein bisschen. Ich bin auch kein Worms-Fetischist. Aber ja, was zur Folge hat, dass ich dieses Puzzle-Pack eigentlich noch gar nicht richtig gespielt habe. Deswegen musste der Graf sich jetzt erbarmen und unter meiner federführenden Regie quasi sich nochmal durch die Mission 1 durch 19 zu beißen.
was er bis auf einige Ausnahmen auch grandios erledigt hat. Sag ich mal so. Ey, ich kotz gleich. Ich finde, du machst das schon ganz gut. Ich wette, es gibt tausend andere Möglichkeiten und ich... krieg's einfach nicht hin. Ich glaube, so lief das letzte Mal auch ungefähr. Deswegen haben wir auch irgendwann aufgegeben. Na? Jetzt? Nee. Nein. Nee. Ist das ekelhaft. Das ist aber wirklich, ja. Ja, dann mach noch mal einen Live-Kommentar, ja. Ja, du spielst doch. Du musst doch jetzt auch ein bisschen dokumentieren, was du hier tust. Ich mach jetzt einen anderen Weg. Erzähl mal. Jetzt mach ich einen anderen Weg. Aha, ich glaube, der Graf hat vor, zuerst einen Magneten fallen zu lassen. Der anzieht. Aber dann kriegst du die Minen nachher gar nicht mehr raus. Ich hab eine Idee. Oh, der Graf hat noch eine neue Idee. Ne, ich hab jetzt eine Idee. Jetzt mach ich aber hier richtig Gewehr bei Fuß, Freunde. Ja. Ich bin total gespannt, was jetzt kommt. Ich auch. Das war ja nun eher... Wieso? Eher schlecht. Wieso lässt der mich denn fallen, wenn ich den... Kann ich den... Vielleicht wurdest du abgestoßen vom Magneten. Kann ich mit dem Magneten legen hier? Hätte ich dabei. Ach. Aber du musst dich doch. Du kommst da doch sowieso nicht auf die Plattform ohne Teleporter, oder? Das ist richtig. So, jetzt. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ah. Ich sehe, was du vorhast. Und es gefällt mir. Ist das ätzend, echt? Ist das ätzend? Naja, wir versuchen mal weiter. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Ja. So ganz gebe ich die Sache noch nicht auf. Finde ich gut. Aber ich glaube, das könnte der richtige Weg sein. Graf greift erneut zum Magneten, diesmal auf Abstufung. Und versagt schmählich. Aber mein Weg ist, glaube ich, nicht der schlechteste hier, den ich vorhabe. Das ist wahr. Kannst du nicht... Was kann ich? Nee, ich weiß auch nicht. Eine bessere Schussposition, indem du dich da unten direkt unter ihnen irgendwie abseilst und von da aus mit der Flinte erstmal zugange bist. Indem ich einen abseil. Ja. Oder hier so. Guck mal hier so. Guck mal da so. Aber dann könntest du natürlich auch mit ins Verderben gerissen werden. Oh, jetzt fällt er bestimmt wieder da hin, wo du nicht willst. Könntest du natürlich jetzt da, wo du stehst, einen anziehenden Magneten hinklatschen. Das ist richtig. Aber vielleicht fällt er auch runter. Und was dann? Na gut, was auch nicht. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute. Ich bin jetzt gerade auch ein bisschen aufgeregt auch.
Ja, ich auch, aber ich glaube, es klappt nicht. Ich glaube ja. Pass mal auf jetzt. Vielleicht fällt er ins Wasser. Genau. Das ist nämlich mein. Aber vielleicht auch nicht. Aber vielleicht. Oh, was? Was ist das denn? Ich kotz ab, ey. Was für eine Scheiße. Ja. Ach. Ja, dann gehen wir halt doch den anderen Weg, ne? Ja, aber die Idee war gut. Kannst du nicht mit der Schrotflinte ein bisschen rechts von ihm schießen, damit er so ein bisschen weiter nach rechts rutscht und weiter runterfällt? Wie meinst du? Ja, du schießt immer irgendwie so ein bisschen links oder direkt unter ihm. Und dann fällt er ja immer gerade nach unten. Und du meinst, ich sollte... Vielleicht kannst du so ein kleines Gefälle machen. So? Nee, rechts von ihm. Ja, so. Nee, das ist schon wieder, genau. So. Die Leute denken sich auch. Mann, Mann, Mann. Was für ein. Dilettant. Ja, Amateur. Aber ich hab das ja bei mir auch schon geschafft. Aber du weißt nicht mehr genau wie. Doch, ich hab das mit der Magnetanziehgeschichte gemacht. Okay. Ich bin ziemlich sicher. So wie ich eben am Anfang gestartet habe. Ja, sehr gut. Aber jetzt ist er dir auf den Kopf gefallen, oder? Na gut, mach nix. Mach nix. Mach nix. So, jetzt ziehen wir mal einen Magneten an hier. Das funktioniert. Vielleicht hättest du den Magneten auch da platzieren müssen, wo er eben war. Und dann fällt das ja auch runter. Na gut, aber dann. Jetzt bringe ich durcheinander. Dann wäre auch die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, dass er dann trotzdem da angezogen wird. Ja. Das klappt jetzt. Aber ich glaube, du solltest vielleicht den jetzt wieder, den anderen Magneten da wieder in der Arschfalle da. Das habe ich sowieso vor, damit er auf dem. Ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Nein, nein, ja! Ja! Stark. Schon mal gut. Sehr gut. Ein grandioser, wenn nicht sogar affenartig guter Schuss vom Magneten. Aber wie kriegst du jetzt die andere Mine darüber? Ja, jetzt pass auf. Ich bin äußerst gespannt. Was, die kann man wegschlagen? Wut! Graf, du alter Teufelskerl! Ah! Ist das zum Kotzen, ey. Das ist ein Scherz. Aber jetzt könntest du mit ein bisschen Glück dich ganz weit rüber segeln und wirst auf der Mine. Warum bist du jetzt eigentlich nicht direkt in den Krater? Das war jetzt nämlich blöde. Ich wäre einfach in den Krater gesegelt, hätte ich nur eine verpasst mit dem Dragon Punch. Das stimmt, das hätte ich auch machen können. Ach. Das kriegst du nie wieder so. Doch. Ich glaube nicht. Krass. Also jedenfalls nicht für die nächsten 50 Versuche. Hey. Oh Gott. Ja, das sieht schon mal wieder ganz ähnlich gut aus.
Jetzt darfst du es nur nicht so versauen wie gerade eben. Mir den Finger zu zeigen, bringt dich auch kein Stück weiter. Leck Arsch. So. Ich bin dann mal weg. Ich glaube, hier gibt es auch die Trophäe, dass du noch ein Item überbehalten musst, ne? Ja. Das heißt, eben hätte ich alles dann weggehabt. Na gut, ich hatte auch eigentlich nur noch einen eben über, ne? Einen Punkt beim Gegner, einen Lebenspunkt. Das ist richtig. Ja, den Glück auf, ne? Oh, der kommt gut, ja, ja. Ich finde das gut, mir gefällt das. Ein sagenhafter Schuss von Graf Schabernack. Das hätte auch Jesus nicht besser gekonnt. Jesus. Jemus. So. Ja, Graf Schabernack setzt zum Vergeltungsschlag an. Und er landet zielsicher auf der vorbestimmten Koordinate. Jetzt muss er aber zusehen. Ja, ja, der kommt gut, ja. Das wäre es natürlich gewesen, ne? Das wäre es gewesen. Tja. Und jetzt muss er sich überlegen, wie er denn weitermacht. Wird er Fürsts Vorschlag diesmal berücksichtigen? Ja, mach nix. Ja, und jetzt kannst du ihm nämlich einen verpassen. Siehste, hättest du das mal vorher schon gemacht? Ja, jetzt habe ich kein Item über. Und? Yay! Graf, ich beglückwünsche dich zu dieser nach 28 Minuten sauguten Leistung und auch, dass wir jetzt nach 17. was weiß ich wie viel Monaten endlich den Worms Rätselpack Walkthrough vollendet haben. Ich bedanke mich für diese Leistung und wünsche dir weiterhin alles Gute. Wir machen direkt weiter mit dem Retro oder Taipei. Okay. Und diesmal spielt der Fürst mit. Niemals. Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.